Willkommen zum neuesten Short über A, E, I, O, U, das schnelle Alphabet der Liebe von Nicolette Krebitz. Nicolette Krebitz, hast du den letzten Film gesehen, Wild? Wild mit dem Wolf in der Neubauwohnung, ja. Ja, in der Nähe von Halle gefilmt, ganz großartig, finde ich. Hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Toller Film und der ist jetzt ziemlich anders, thematisch und auch ästhetisch, finde ich, ist alles sehr viel anders. Ja, aber es geht wieder um eine Frau, so. Stimmt, geht um eine Frau. Und eine Frau, die ein bisschen älter ist, gespielt von Sophie Reuss. Sophie Reuss, ja. Zum ganz jungen Mann, Milan. Ja, wie auch immer, Namen sind Schall und Milan Rauch. Milan Herms heißt er. Milan Herms, ja. Und sie soll ihn einfach ein bisschen auf die Reihe bringen. Ne? Der ist ein bisschen desorientiert und sie muss sozusagen als Sprachlehrerin ihn so ein bisschen reformieren und transformieren zum neuen Menschen. Ihm die Vokale beibringen, angefangen mit A. Genau, und das ist eigentlich die Grundstory, würde ich sagen. Und ich habe ihn auf der Berlinale gesehen und war hinterher traurig, dass er keinen der Preise bekommen hat. Das ist schade, ja. Ja, also gerade im Gegensatz zum Dresden-Film war für mich dieser Film einfach viel aufregender. Es ist auch so eine irre, ich weiß nicht, so ein Amalgam aus verschiedenen Genrefilmen. Also ich musste so an Harold und Maude denken, weil es geht ja auch um Liebe zwischen Alt und Jung und so ein bisschen an Nouvelle Vague, also Außer Atem. Diese Tom Ripley-Verfilmungen, denn unser junger Held ist ja auch so eine Art Tom Ripley. Ja. Gewisse Art und Weise und das macht er toll und gleichzeitig, obwohl das alles so anzitiert wird, finde ich halt, dass sie einfach sich auch emanzipiert von diesem ganzen historischen Ballast und was ganz Neues draus macht durch so eine wilde Poesie, also mit den Vögeln zum Beispiel oder wie sie ihm halt die Buchstaben A, I, I, O, U beibringt und das Artikulieren. Das ist wirklich, das sind sehr berührende, poetische und gleichzeitig sehr wilde Momente. Ja, und sie wird ja da auf der Straße, was so ans alte Westberlin so erinnert, wird sie da von diesem jungen Mann überfallen und trifft ihn dann wieder als Sozialfall und sollte ihn da wieder in die Spur bringen. Und sie wohnt in einem Haus da zusammen mit Udo Kier, was ich die Begegnung zwischen den beiden fand ich wahnsinnig großartig. Der Typ, der zwei Etagen runter wohnt oder so. Ne? Genau. Ja, eine Etage. Ja. Eine Etage, ja. Und die hatten, also wie die beiden miteinander so interagiert haben, also es war so ganz kurz und knapp und nur ein Blick und zwei Worte und das funktioniert einfach. Ja? Und das fand ich Es ist unglaublich aufgesetzt und artifiziell, aber gleichzeitig hat es völlig alltäglich gewirkt. Ja. Und das ist das Tolle. Also so was Leichtes, eben so auch so deutsch-französisch. Und also ich fand den sehr schön. Und weiß nicht, wie weit man jetzt die Geschichte erzählen darf. Nicht so weit. Nicht wir wollen spoilern. Ja sowieso nicht so inhaltistisch sein, sondern wir wollen hinter den Film blicken. Und das machen wir ja auch. Und der Film selbst, der verändert sich ja auch. Der wird zum anderen Film, denn es geht auch nach Frankreich irgendwann. Und um nochmal zur Nouvelle Vague auch zu gehen. Ich meine, dadurch wird alles noch immer wieder neu anzitiert. Und gleichzeitig ist die Sophie Reuss, also für mich wie eine zweite Isabelle Huppert. Also ich finde sie, denn Huppert spielt ja auch in letzter Zeit einfach, finde ich, ähnliche Rollen. Und das tut mir am meisten weh, dass die Reuss für diese geile Performance eigentlich nichts gekriegt hat. Also, weil das hat mich schon stark beeindruckt. Ich weiß nicht, ging es dir auch so? Ja, das finde ich auf jeden Fall schade. Aber ich finde, die hat eine andere Schnottrigkeit. Die kommt ja aus Österreich, ne? Und ist ja schon lange in Wien, war ja da an der Volksbühne beim Karsdorf. Ja. Und dadurch hat die so diese Mischung aus diesem morbiden Österreichisch und dieses Schnodder-Berlin. Also, ja, sowas, was leicht Vulgäres auch. Ja, aber gut Vulgär. Ja, gut Vulgär. Und dann auch mit dieser Stimme und die haut einfach immer so rein und finde die dabei wahnsinnig sexy. Ja, finde ich auch. Und das ist eine tolle Liebesgeschichte, die erzählt wird zwischen Jung und Alt, also die wirklich auch Harold und Maude für mich in Schatten stellt. Also bin ich immer noch weiter auseinander. Genau, die waren noch, da war mein Unbehagen wirklich groß, aber das habe ich nach vielen Jahren überwunden, aber hier musste ich mich gar nicht überwinden und hatte Spaß. Also, das ist ja mittlerweile auch in der Gesellschaft und in der Filmgeschichte viel passiert seit Harold und Maude. In der Tat, ja, vieles möglich. Und ja klar, und weil so viel möglich ist, ist dieser Film auch möglich gewesen. Und ich finde, können wir auf einen guten Shot drauf trinken oder auf das, auf das uns auch mal so geht. Du mit deinem jungen Freund und ich mit deinem alten Freund. Ja, so ist gut.